Parivritta Janushirshasana, die drehende Kopf-Knie-Stellung oder auch die drehende einbeinige Vorwärtsbeuge, die drehende halbe Vorwärtsbeuge. Kendra zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz, also die Beine ausgestreckt. Von hier beugst du ein Knie, zum Beispiel das rechte Knie, und gibst den Fuß an die Innenseite des Oberschenkels. Dann gibst du die rechte Hand an die Innenseite des linken Fußes. Die Handfläche zeigt dabei nach oben zur Decke. Und mit der rechten Hand, also an die Außenseite des Fußes, und mit der linken Hand an die Innenseite des Fußes, andersrum. Genau. Und dann gibst du den Kopf zwischen den Armen hindurch und drehst dich zur Decke hin. Fortgeschrittene können auch den unteren Arm entweder nach vorne ausstrecken oder auch mit der Hand um das Knie herum gehen und sich so mit der Hand etwas weiter drehen. Und du kannst auch den oberen Ellbogen noch stärker beugen zur Decke hin und dann nach hinten drehen. Du könntest dir auch vorstellen, du willst letztlich das Schulterblatt auf das Knie geben. Die Stellung heißt Janushirshasana, das heißt eigentlich Knie zum Kopf. Aber ich empfehle immer, statt zu versuchen, Kopf aufs Knie zu geben, ist es besser, Kopf zum Schienbein hinzugeben. Auf diese Weise hast du einen geraden, gedrehten Rücken und keinen zu sehr gebeugten Rücken. Parivritta Janushirshasana ist auch ein anderer Name für Parivritta Janushirasana. Shiras heißt Kopf und Shirsha ist das Köpfige, das Kopfartige, und Shirsha als Substantiv heißt dann auch wieder den Kopf. Mehr zu dieser und anderen Variationen findest du unter dem Stichwort Janushirasana in der Yoga-Vidya-App, in Asana-Lexikon auf yoga-vidya.de, wie auch im Buch, das Yoga-Vidya-Asana-Buch, alles zu finden auf yoga-vidya.de.